Ich liebe Musik und Musik besteht aus Tönen und aus Pausen. Und die Pausen mit den Tönen zusammen ergeben einen Rhythmus. Gut zu erholen bedeutet, zu arbeiten und auch Pausen zu machen. Und ich liebe es, wie in den Psalmen immer wieder dieses Wort vorkommt, Selah. Selah bedeutet eine Pause, musikalische Pause. In unserem Alltag ist das sehr wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie wir Pausen machen. Ich lebe hier in Kambodscha und da habe ich was gelernt. Am Morgen arbeitet man, dann isst man was und dann gibt es eine kleine Pause. Man legt sich hin und dann geht man wieder arbeiten. Wie ist es in deinem Tag? Wie ist es in der Woche? Da gibt es einen Tag, den nennt man Sabbat. Das ist ein Pausetag. Wie sieht's aus in deinem Monat? Wie sieht's aus in deinem Jahr? Überlege dir ganz konkret, wie du arbeitest und wie du Pausen machst.